Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, man könnte es sicher leicht machen oder lapidar sagen, olle Kamelle oder alter Wein in neuen Schläuchen. Die Grünen legen einen Gesetzentwurf zur Liberalisierung des Staatsangehörigkeitsrechts vor und sprechen sich für die generelle Anerkennung der Mehrstaatlichkeit aus. Aber, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, so leicht möchte ich es mir nicht machen, weil aus meiner Sicht dieser Gesetzentwurf, insbesondere den Sie heute in erster Lesung vorlegen, eine parteipolitische, aber auch eine gesellschaftspolitische Geisterfahrt ist. Es geht nicht nur um Detailregelungen, die Sie im Staatsangehörigkeitsrecht ändern wollen, sondern, und der festen Überzeugung bin ich, Ihr Ansatz hat eine gesellschaftspolitische Dimension. Sie, die Grünen, wollen ein neues Staatsvolk sich schaffen. Und wenn man in die Begründung zu Ihrem Gesetzentwurf blickt, dann offenbaren Sie ja sehr unverblümt auch Ihr Ansinnen. Sie wollen eine größtmögliche Kongruenz, so schreiben Sie, zwischen dem Staatsvolk und der Bevölkerung. Und ich sage Ihnen ganz offen, dafür wird Ihnen die CDU-CSU nicht die Hand reichen. Dafür sind wir nicht zu haben. Die Grünen wollen generell den Grundsatz der Mehrstaatlichkeit anerkennen und insoweit abkehren von der bisherigen rechtlichen und auch bewährten rechtlichen Grundlage, dass die Mehrstaatlichkeit die Ausnahme ist. Und Sie offenbaren dies ja auch, finde ich, sehr verräterisch in Ihrem Begründungsteil, indem Sie ganz dezidiert von einer Einbürgerungsoffensive sprechen. Sie wollen in Deutschland eine Einbürgerungsoffensive vornehmen, und ich bin der felsenfesten Überzeugung, der überwiegende Großteil der deutschen Bevölkerung will dies nicht. Wir brauchen keine Einwanderungsoffensive, gerade in einer Zeit, in der wir ohnehin in schwierigem Fahrwasser sind, in der sich unsere Gesellschaft ohnehin eher auseinander dividiert, in der wir eine Polarisierung unserer Gesellschaft erleben, in der die Zentrifugalkräfte unserer Gesellschaft zunehmen, in der die Fliehkräfte in unserer Gesellschaft zunehmen. Es wäre genau kontraproduktiv, wenn wir jetzt, wie von Ihnen gefordert, wie von Ihnen intendiert, eine Einwanderungsoffensive vornehmen. Der Gesetzentwurf, den Sie vorlegen, würde genau das Gegenteil dessen bewirken, was Sie vorgeben, dass er täte. Er wirkt nicht integrationsfördernd, er wirkt integrationshemmend. Wenn die Regelungen so umgesetzt würden, wie Sie sie vorschlagen, würde genau das Gegenteil entstehen. Es würden nämlich genau Parallelgesellschaften gefördert werden und weiter intensiviert werden. Ich darf Ihnen mal einige Beispiele nennen. Sie wollen generell auf das Erfordernis des Nachweises der Sicherung des Lebensunterhaltes bei jungen Menschen, die sich in Ausbildung sind, verzichten. Was bedeutet das? Dass ein junger Mensch, der gerade in Ausbildung ist, dass der, wenn es um die Einbürgerung geht, nicht mehr nachweisen muss, dass er seinen eigenen Lebensunterhalt selbst generieren kann. Das wäre genau kontraproduktiv. Wir wollen doch, dass die jungen Menschen in die Lage versetzt werden, dass sie ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können. Wir wollen keine Einwanderung in die Sozialsysteme. Und genau das würde eintreten, wenn Ihr Gesetzentwurf umgesetzt würde. Sie würden der Einwanderung in die Sozialsysteme Vorschub leisten. Und ich sage Ihnen hier auch ganz offen, dafür hat auch die deutsche Bevölkerung kein Verständnis, und dies findet auch keine Akzeptanz in der deutschen Bevölkerung. Des Weiteren würden Sie bei einigen Personengruppen auf den Nachweis der Deutschkenntnisse verzichten. Dafür gilt das Gleiche. Auch diese Forderung, auch diese Regelung wäre nicht integrationsfördernd, sondern integrationshindernd. Wir wollen doch gerade, dass Menschen, die zu uns kommen, möglichst schnell Deutsch lernen. Das Erlernen der deutschen Sprache ist die Grundvoraussetzung, um in Deutschland Fuß zu fassen, um in Deutschland erfolgreich zu sein, um sich einen Freundeskreis aufzubauen, um in soziale Schichten auch mit einsteigen zu können, um entsprechend Arbeit zu finden. Und Sie wollen genau das Gegenteil. Sie wollen bei bestimmten Personengruppen auf den Nachweis von Deutschkenntnissen verzichten, wenn es darum geht, ob diese Person eingebürgert werden kann. Damit würden Sie der Integration einen Bärendienst erweisen. Und ich möchte hier auch noch einmal betonen, dass gerade auf Druck der CDU-CSU in den letzten Jahren die Ausgaben für Deutsch- und Integrationskurse deutlich erhöht wurden. Im Jahr 2015 hat der Bund 260 Millionen Euro für Deutsch- und Integrationskurse ausgegeben. Wir haben die Kurse von 2015 auf 2016 mehr als verdoppelt, auf 570 Millionen Euro in diesem Jahr. Und die Bundesregierung hat jetzt in ihrem Gesetzentwurf noch mal 40 Millionen Euro draufgelegt. Im nächsten Jahr werden mindestens 610 Millionen Euro ausgegeben für Sprach- und Integrationskurse. Das ist richtig verstandene Integration, nicht der von Ihnen vorgeschlagene Weg.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, darüber hinaus wollen Sie, dass eine Anspruchseinbürgerung bereits nach 5-jährigem Aufenthalt in Deutschland möglich ist. Sie wollen also die Frist von 8 auf 5 Jahre reduzieren. Und was dazu noch kommt und was aus meiner Sicht vollkommen unlogisch ist und nicht nachvollziehbar ist, Sie würden Flüchtlinge und ihnen gleichgestellte Personen noch mal privilegieren, indem bei Flüchtlingen allein schon ein 3-jähriger Aufenthalt ausreichen würde, um die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen zu können und die eigene Staatsbürgerschaft daneben auch beibehalten zu können. Das ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Dafür sind wir in keiner Weise zu haben. Genauso auch für Ihren Vorschlag, dass Sie auf den Einbürgerungstest verzichten. Sie haben, Herr Kollege Volker Beck, gesagt, na ja, der Einbürgerungstest ist umstritten, er ist von Ihnen, wird er nicht anerkannt. Aber ich sage hier auch noch mal ganz deutlich, der Einbürgerungstest hat sich bewährt. Es ist gut, wenn vor der Einbürgerung auch ein entsprechender Nachweis, auch ein Nachweis in Form einer Prüfung erbracht werden muss, dass man zumindest über Grundkenntnisse der deutschen Geschichte, auch des deutschen Sozialaufbaus, des deutschen Staatsgefüges verfügt. Und darauf jetzt zu verzichten, wäre aus meiner Sicht der vollkommen falsche Weg, wäre vollkommen kontraproduktiv. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir haben bereits in dieser Legislaturperiode grundlegend unser Staatsangehörigkeitsrecht geändert. Ich mache keinen Hehl daraus. Es war nicht unser Wunsch, nicht der Wunsch der CDU-CSU, dass wir in Teilen auf das Optionsmodell verzichten. Wir haben aber aus meiner Sicht einen verträglichen Kompromiss dahingehend getroffen, dass das Optionsmodell nur in den Fällen obsolet ist und nicht mehr angewandt wird, in denen konkrete Nachweise da sind, dass derjenige auch Fuß gefasst hat in Deutschland. Wenn er sich mindestens 8 Jahre in Deutschland aufgehalten hat oder wenn er 6 Jahre in Deutschland zur Schule gegangen ist oder wenn er in Deutschland einen erfolgreichen Schulabschluss oder einen erfolgreichen Berufsschulabschluss vorweisen kann. Das sind ganz konkrete Indizien dafür, dass jemand auch in Deutschland angekommen ist und sich in die deutsche Gesellschaft erfolgreich integriert hat, sodass unter den Voraussetzungen aus meiner Sicht auch auf das Optionsmodell verzichtet werden kann. Weitergehende Wünsche im Hinblick auf eine Liberalisierung werden wir auf jeden Fall nicht mitgehen. Und die angesprochenen Loyalitätskonflikte, die gibt es natürlich. Und Sie haben die Deutschen aus Russland angesprochen. Wir erleben doch gerade in diesem Jahr, wie die Deutschen aus Russland teilweise instrumentalisiert werden vom Putin-Regime. Wenn es darum geht, dass Sie in erster Linie Russia Today sehen und nicht deutsches Fernsehen. Wenn es darum geht, stellen Sie sich den Fall noch mal vor, der Fall Lisa hier in Berlin hat sich hier in Berlin ereignet im Januar dieses Jahres. Es hat nur wenige Stunden gedauert, dass in über 100 Städten Deutschlands angeblich spontane Demonstrationen von Deutschen aus Russland stattgefunden hat. Also mir macht dies keiner weiß, dass losgelöst und unkoordiniert in 100 Städten in wenigen Stunden automatisch die Deutschen aus Russland auf die Straße gegangen sind. Das war natürlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, von langer Hand geplant. Und das sieht man doch genau an diesem konkreten Fall, wie es dann bei einer Anerkennung der doppelten Staatsangehörigkeit zu Loyalitätskonflikten kommen kann. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, und ich möchte mal noch einen weiteren konkreten Fall der Praxis aufmachen, bei dem sich derartige Loyalitätskonflikte zeigen könnten. Wohlgemerkt könnten, weil die Fälle noch nicht endgültig ausermittelt sind. Nach dem Putschversuch in der Türkei im Juli dieses Jahres befinden sich 6 deutsche Staatsangehörige in Haft in der Türkei. Ob zu Recht oder zu Unrecht, steht mir nicht zu bewerten. Es ist noch nicht klar, ob sie daneben, neben der deutschen Staatsangehörigkeit, auch die türkische Staatsangehörigkeit haben. Ich möchte mal annehmen, dass dem Erdogan-Regime es ziemlich egal ist, wenn es sich um Türken handelt, ob sie daneben auch noch die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Weil allein das Vorhandensein der türkischen Staatsangehörigkeit für viele Staaten auf unserer Welt ausreicht, sie als ihre Staatsangehörige zu behandeln und es diesen Personen überhaupt nichts bringt in einem derartigen Konfliktfall, dass sie daneben auch noch die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt einer weiteren Liberalisierung des Staatsangehörigkeitsrechts näher zu treten. Ganz im Gegenteil, wir fordern sogar in Teilen eine Verschärfung, insbesondere wenn es darum geht, potenzielle IS-Kämpfer oder Kämpfer, die sich in Kampfhandlungen im Dschihad engagieren, die deutsche Staatsangehörigkeit zu entziehen, sofern sie daneben, neben der deutschen Staatsangehörigkeit, noch über eine weitere Staatsangehörigkeit verzichten. Wir werden als Union Ihnen von der SPD sehr bald hier einen Gesetzentwurf vorlegen. Und ich habe die dringende Bitte und den herzlichen Wunsch, dass Sie diesem Anliegen und diesem wichtigen, sachgerechten Wunsch auch entsprechend näher treten. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, noch ein kurzes Wort zum Abschluss zu Ihrem Antrag zum Thema
Briten. Ich habe mich auch in meiner Funktion als Vorsitzender der deutsch-britischen Parlamentariergruppe nach dem Referendum vom 23. Juni dahingehend geäußert, dass es natürlich wünschenswert ist und dass wir aufgeschlossen sind, wenn britische Staatsangehörige in Deutschland auch daneben, neben der britischen, auch die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen. Ich glaube, man kann dies auch derzeit wirklich mit der notwendigen Gelassenheit sehen. Zum einen mal laufen ja die Verhandlungen noch gar nicht an bezüglich des Austritts aus der Europäischen Union. Und daneben besteht aus meiner Sicht überhaupt kein Grund für eine Zwangsgermanisierung der Briten in Deutschland. Ich glaube, das kann man auch mit einer gewissen britischen Gelassenheit sehen. Für Ihren Antrag, für Ihr Ansinnen besteht überhaupt kein Anlass. Briten in Deutschland haben ohnehin schon aufgrund der britischen Staatsangehörigkeit alle Rechte bis auf das Wahlrecht bei Bundestags- und Landtagswahlen. Deswegen ist auch dieser Antrag vollkommen überflüssig und wird unsere Ablehnung entsprechend auch erhalten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die Fraktion Die Linke hat nun die Kollegin Daddelen das Wort.